Che asino! Che birbante! E quello sarebbe il pianista Haydn? Ma è l'emozione, caro Porpora, è ancora tanto giovane. Marianna, ti ricordi del signor Porpora, Nicola Porpora? No? Allora eri ancora molto giovane. Adesso il signor Porpora è di nuovo a Vienna e vuol darti lezioni di canto. Com'è il tuo primo nome? Il signor Porpora möchte wissen, wie ist Ihr Vorname? Josef. Josef. Giuseppe. Ebbene, Giuseppe, tu sarai il mio accompagnatore alle lezioni con la signorina Marianna. Ich habe nur das Wort Marianna verstanden. Il signor Porpora wünscht, dass Sie begleiten am Klavier, wenn er unterrichtet Marianna in Gesang. Aber ich kann doch die italienische Methode des Gesanges und der Begleitung gar nicht. Nicht so bescheiden sein. Non è possibile so eine Chance nicht akzeptieren. Ich weiß nicht, ob Herr Porpora mit mir zufrieden sein wird. Ebbene, Giuseppe, prego, al lavoro. Signorina Marianne? 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 Darf ich dich bitten? Canta. Sing mir nach. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sie sind ein Kenner meiner Musik, wie Ihr Applaus beweist. Grazie, mille, mille grazie. Aber er gilt ebenso gut der bezaubernden Sängerin. Maestro, könnte er die Güte haben, mich seiner Schülerin vorzustellen? Mit Vergnügen. Es gibt wenige Kenner der Musiker wie Karl Josef von Fürnberg. Leider habe ich noch andere Verpflichtungen. Ich muss jetzt gehen und bitte die Herren, mich zu entschuldigen. Auf ein Wort noch, Maestro. Kann er mir sagen, wer sie ist? Sie heißt Wilhelmina. Sie ist die Geliebte des venezianischen Gesandten Correr. Ah, jetzt verstehe ich. Das hätte er mir auch gleich sagen können. Cosa ha detto? Questo asino, coglione, idiota, imbecille, caprone, montone, capisci? Idiota, barbone! Tu, sì, tu sei un barbone! Ich ließ mir alles gefallen.